So, da sind wir wieder nach einer etwas längeren Pause mit diesem Stream. Ja, willkommen, willkommen. Ich war jetzt eine Weile nicht am Streamen. Ich war natürlich nicht faul. Hallo an alle. Hallo Blackout. Guten Abend. Abend ist schon Abend. Wie viel Uhr ist denn? 17 Uhr. Okay. Thaistef, hallo. Sunsel, hallo. Hallo Sunsel. wie geht's, wie steht's? Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch allen wunderbar. Nur weil ich nicht live war, heißt es nicht, dass ich faul war. An Gleep Gloop habe ich ein bisschen in Secret weitergearbeitet. Mit Gleep Gloop sind wir fast fertig. Also eigentlich fehlt nur noch eine Boss-Stage. Und dann ist das Ding fertig. Und Musik. Musik und eine Boss-Stage. Und der Zweispieler-Modus. Aber sonst sind wir fast fertig. Also, ja, ging auf jeden Fall trotzdem voran. Ich habe noch so ziemlich... Wie viele Welten habe ich noch hinzugefügt? Ich habe noch zwei Welten hinzugefügt, glaube ich, waren es. Ich habe die Bonus-Stages, habe ich eine eigene Welt gegeben, wenn wir das nicht im Stream gemacht haben. Ich habe weitere Bonus-Stages hinzugefügt. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Boss-Stage. Das ist Stage 31. Dann haben wir 31 Levels und dann ist das Game auch durch. Heute machen wir aber mal was anderes. Und zwar wollen wir heute mal Godot lernen. Ich weiß, es heißt Godot. Gewöhnt euch schon dran, ich nenne es Godot. Und ja, das ist eine Engine, die ja jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich viel Aufsehen erregt hat. Und ich dachte mir jetzt, wo Godot 4 draußen ist, ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber... Ja, jetzt wo das draußen ist, habe ich mir gedacht, gucke ich mir das einfach nochmal an. Damals hat mir Godot nicht gefallen. Godot. Egal, ich nenne es mal so, mal so. Ja, jetzt will ich aber nochmal eine Chance geben. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion. I want to not get promoted. Fuck you, Abunta Shaputu. Der Mann wird gebannt. Ich weiß nicht wie. Wie kann ich den bannen? Twitch, deine UI ist so scheiße. Folgen flüstern. Ja, wie kann ich dich bannen? Ah, hier. Und tschüss. So. Du Arschloch! So, der Mann ist gone. Das heißt, wir sind wieder unter uns. Okay, Godot, let's go. Wir probieren es mal aus. Also, ja, ich bin in Windows 10. Ich werde in Windows 10 auch bleiben. Danke der Nachfrage. Und wir starten Godot. So, Sie haben im Moment keine Projekte. Das ist mir egal. Ich mache ein neues Projekt. Dieses Projekt möchte ich ja, einfach in dem Pfad erstellen. Moment, nee, machen wir einen eigenen Pfad. Ich will jetzt aber auch nicht mein ganzes Filesystem hier leaken. Das heißt, ich mache mal kurz den hier. Durchsuchen. Documents. Ich habe doch hier einen Godot-Ordner angelegt. Hier, Godot. Nee, halt, das ist ein alter Godot-Ordner von der Uralt-Version. Okay, Godot Projects hier, der. Neuer Ordner. Wir machen ein Pong-Game. Wir machen ein Pong-Game, würde ich sagen. Wir nennen es Super Pong, einfach mal irgendwas Simples und den Ordner wähle ich. So, und jetzt könnt ihr auch mein Bildschirm wieder sehen. Und ja, man kann hier einen Renderer auswählen, das ist glaube ich auch relativ neu. Wir haben hier drei verschiedene Renderer. Forward Plus, nur auf Desktop-Plattformen lauffähig, okay. Fortgeschrittene 3D-Grafiken sind damit möglich. Für große, komplexe Szenen geeignet. Verwendet Rendering-Device-Backend. Weniger schnelles Rendering bei einfachen Szenen. Okay. Dann Mobile. Läuft auf Desktop und mobilen Plattformen. Okay. Weniger skalierbar für komplexe Szenen. Schnelles Rendering bei einfachen Szenen. Und dann gibt es noch Kompatibilität. Das ist der am wenigsten fortgeschrittene 3D-Renderer. Ja, aber schnellstes Rendering bei einfachen Szenen. Ja, nehmen wir einfach Forward Plus. Ich nehme an, das ist so der Default, den man einfach nimmt,
wenn man nicht für Mobile entwickelt oder für Potato-PCs. Ja, nehmen wir einfach den. Und dann erstellen wir dieses Projekt. Und jetzt gleich mal vorweg. Ich habe vor, wie gesagt, einer sehr langen Zeit Godot benutzt. Es ist aber so lange her, ich weiß gar nichts mehr. Also das ist jetzt schon safe 4 Jahre wieder her. Und ich erinnere mich einfach an rein gar nichts. Und da sich das auch ziemlich verändert hat in der letzten Zeit, wie gesagt, ich war noch bei Version 3.1 oder so, oder 3.0 sogar. Und jetzt sind wir bei 4.2. Es hat sich einiges getan. Es ist auch vieles nicht abwärtskompatibel, habe ich gehört. Das heißt, wir gehen hier komplett frisch ran. Godot ist kacke, da muss man immer drauf warten. Ja. Jetzt haben wir den auch durch. Jetzt haben wir den Warten auf Godot-Witz auch durch. Jetzt können wir programmieren. So. Ja, wie läuft das hier? Also, ich erinnere mich so ein bisschen. Wir haben hier einen 3D-Szenen-Editor. Wir haben einen 2D-Szenen-Editor. Wir haben einen Skript-Editor. Und das ist... Nee, das gab es damals auch schon, aber das war damals halt noch gar nicht gefüllt. So ein Asset-Library-Ding. Das ist wie so ein Asset-Store mit kostenlosen Assets. Ja, brauchen wir nicht. Wir machen natürlich erstmal ein 2D-Spiel. Also natürlich ist mein Plan, dass wir hier auch wirklich in die 3D-Spieleentwicklung dann auch reingehen. Dafür dachte ich mir, nutze ich Godot, weil Godot ist halt sehr gut für 2D, habe ich gehört. Aber es ist auch gut für 3D. Und das Ding ist, ich bin ja eigentlich ein GameMaker-Schwitzer, aber GameMaker kann kein 3D, deswegen gehen wir da rein. Und jetzt machen wir einen Pong, das heißt, wir gehen in den 2D-Editor. No, it's not GML, no. Wir machen hier Godot. Anglais. Yeah, I switched the stream language to German, I'm sorry. I didn't like to stream in English. I liked it, but I didn't like it too much, so. That's why this stream is in German now, I'm sorry. Okay, 2D-Szene. Wir fangen erstmal damit an, einen Root-Node zu erzeugen. 2D-Szenen-Root-Node. Genau, wir haben hier dieses Node-basierte System. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wie das funktioniert. Im Grunde hast du für alle Spielobjekte eine Szene. Und wir fangen hier an mit unserer Main-Szene. Das ist die Szene, in der unser Spiel stattfindet. Und ich nenne das jetzt einfach mal, keine Ahnung, Main. Das ist eine 2D-Szene. Und wenn wir jetzt auf Play drücken... Genau, dann müssen wir eine Hauptszene bestimmen. Das ist die Main-Szene. Und das ist einfach die aktuelle Main-Scene. Die müssen wir erstmal als eine Szene speichern. Das ist eine, genau, main.tscn-Datei. Die speichern wir. Und dann haben wir hier schon mal unser Fenster. Wunderbar. Damit haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft. Jetzt ist die Sache die, wir brauchen jetzt erstmal, würde ich sagen, 2 Paddles, wenn wir einen Pong machen. Ein Spieler-Paddle und ein Gegner-Paddle. Fangen wir mal mit dem Spieler-Paddle an. Oder nee, fangen wir mal mit einem Paddle generell an und dann können wir dem Paddle eine Steuerung geben. Wie funktioniert das? Ich glaube, man fügt hier irgendwo einfach eine neue... Okay, hier kann man jetzt eine Child-Node hinzufügen. Ich glaube aber, am besten ist es, wenn man für solche Spielobjekte eine eigene Szene erstellt. Ist halt jetzt die Frage, wie das funktioniert. Ich füge mal hier einfach was Neues hinzu, einen neuen Node. Und ich glaube, ich kann da eine Szene extrahieren von. Das wird ein Node2D. Und ja, das wird einfach ein Node2D. So. Dieses Ding heißt Paddle. Genau. Und jetzt kann ich doch bestimmt, wenn ich den mal anklicke, kann ich jetzt nicht... Ah, Save Branch as Scene.
Okay, also ich kann jetzt erstmal hier mir dieses ganze Konstrukt in dem Level bauen und dann kann ich eine Szene extrahieren, sodass ich das dann nochmal instanzieren kann, wenn ich es richtig verstehe. Dann machen wir das einfach mal. Also so ein Pedal. Ja, was hat der? Fügen wir mal ein Child Node hinzu. Das ist jetzt das Krasse an Godot. Also in Godot haben wir halt diese Nodes und du kannst deine Objekte aus Nodes zusammenbauen. Und es gibt hier halt arsch viele Nodes, die unterschiedlichsten Stuff machen. Hier gibt es zum Beispiel 2D-Nodes und wir sehen schon, es gibt hier Animated Sprites, Bones, CPU-Partikel, Kamera, Collision Shape. Kann man auch einfach ein Rectangle machen? Einfach so ein 2D-Rectangle, so primitive Typen, die man einfach zeichnen kann. Geht das hier? Das wäre nämlich ganz nice. Mesh Instance 2D for displaying a mesh in 2D. Collision Shapes haben halt keine grafische Darstellung. Es gibt Line 2D, Path 2D, Polygon 2D, vielleicht das. Color Rect. Google Funsus, willkommen. Vielen Dank für den Tipp. Color Rect. Was sind denn diese grünen Dinger? Gucken wir mal. Control. Base Class for all UI Controls. Okay, also das Color Rect ist quasi ein UI-Ding, aber kann man ja auch dafür benutzen. Einfach primitiv eine Form zeichnen. Okay, machen wir mal. Color Rect. So. Okay, dann haben wir hier so ein Rectangle. Ich würde sagen, wir zentrieren das so ein bisschen. Kann man das machen? Das ist meine erste Session hier heute seit Jahren in Godot. Also seid nachsichtig. Kann man das auch irgendwie so snappen in die Mitte? Ich weiß gerade auch nicht, was dieses grüne Ding hier ist. Das ist das Main Pedal, okay. Kann man das auch so zentriert machen? Ja, müssen wir es wohl einfach... Ah ja, wir sehen es ja. Wir sehen ja, wie wir es zentrieren können. So, jetzt will ich das Ganze so ein bisschen breiter machen. Bisschen dünner. So, damit wäre das zentriert und die Länge können wir noch ein bisschen anpassen. Okay. Ich glaube, das passt. Ja, noch nicht ganz. Na, geht gerade nicht ganz. Ich muss es wohl noch ein Stück länger machen, damit es wieder drauf passt. Aber ja, so passt's. Gut, dann machen wir diese Dinger am besten, ja, lassen wir weiß. Jetzt müssen wir den Hintergrund von der Szene mal schwarz machen, würde ich sagen. Wie ging das? Es gibt hier ja diese Node 2D. Das ist ja das Parent Node. Oder hat man das irgendwo in den Einstellungen gemacht, in den Projekteinstellungen, wenn ich mich recht entsinne? Anzeige, Audio, GUI allgemein. Ne, nicht die GUI, sondern Rendern. Environment, Default, Clear Color. Okay, hier. Die können wir jetzt schwarz machen. Genau, damit haben wir jetzt schon mal so ein Rechteck hier. Übrigens, ich bin aktuell ziemlich schlecht drauf. Gestern hat der Freund, dem unser Minecraft-Server gehört, versehentlich die gesamte Welt gelöscht. Das ist ärgerlich. Das tut mir leid zu hören. Das ist natürlich sehr blöd, ja. Das war das Beste, was du je in Minecraft gebaut hast. Ah, Pain. Mies. So ein Pedal braucht eine Collision Shape, das weiß ich auch noch. Also wir konnten hier in Godot auch einfach solche Collision Shapes machen, mit denen wir dann Kollisionsabfragen machen können. Collision Shape 2D, das fügen wir hier hinzu. Und jetzt hat das hier noch keine Shape. Die Shape müssen wir hier zuweisen. Und da kann man jetzt eine Rectangle Shape 2D machen.
Und die sehen wir dann hier auch. Das ist halt das Coole an Godot. Es hat super viele Features, die dafür sorgen, dass wir unsere Spiele mit weniger Code quasi einfach zusammenklicken können. Wir haben aber trotzdem noch die Möglichkeit, super viel zu programmieren und alles zu steuern per Code. Das ist halt schon echt geil. Und ja, dann haben wir hier eine Collision Shape 2D. Das ist ja witzig. Disabled an. Wenn man das also anmacht, macht man es eigentlich aus. Ja, auch nicht schlecht. Und man kann sogar die Debug-Color jetzt einstellen. Cool. Das ging früher, soweit ich weiß, nicht. Genau, dann haben wir jetzt also mal dieses Ding. Hier steht aber immer noch ein Error. Collision Shape 2D liefert nur eine Collision Shape für ein von Collision Shape 2D abgeleiteten Node. Es kann nur als Child-Objekt von Area 2D, Static Body 2D, Rigid Body. Ah. Also muss das hier ein Area 2D sein. Na gut, dann machen wir daraus ein Area 2D. Kann man den Node ändern? Geht das? Hier geht es nicht. Kann ich es hier vielleicht ändern? Hoppala. Das ist die Documentation, okay. Ne, ich kann es leider scheinbar nicht ändern. Ja, dann machen wir es einfach so. Wir fügen einfach einen neuen Child Node hinzu und machen ein Area 2D. Und dieses Area 2D bekommt jetzt einfach die hier als Child-Objekte zugewiesen. Dann kann ich das Paddle löschen und dann kann ich es einfach umbenennen in Paddle wieder. Okay, dann haben wir jetzt also hier einmal ein Paddle. Das hat jetzt ein Rectangle, damit es gerendert werden kann. Es hat eine Collision Shape. Und dieses Paddle, wenn wir das jetzt mal hier starten, dann sehen wir das hier oben auch in der Ecke. Das ist ganz cool, dass man den Viewport hier auch sehen kann. Im Editor. Ziemlich nice. Disabled, enabled. Ja, es ist gut. Ist wirklich top. Mir gefällt es ehrlich gesagt nicht, dass mein Editor im Deutsch ist. Ich würde das gerne ändern. Editor-Einstellungen. Kann ich hier irgendwo die Sprache ändern? Editorsprache. DE. Englisch. Speichern und neu starten. Okay, nice. Dann haben wir hier schon mal dieses Paddle. So, jetzt wollen wir dieses Paddle natürlich als eine eigene Szene haben. Und die soll man dann mehrmals instanziieren können. Das heißt, wir machen einen Rechtsklick drauf. Save Branch as Scene. Das nennen wir Paddle TSCN. Und dieses Paddle TSCN, das haben wir jetzt hier quasi, das ist jetzt eine eigene Szene, die wir jetzt in dieser Main-Szene instanziert haben. Und wenn wir mal in diese eigene Szene reingehen, Open in Editor, dann sehen wir das hier. Sehr cool. Okay. Jetzt ist die Frage. Machen wir eine eigene Paddle? Ja, wir machen eine Player-Paddle und wir machen eine CPU-Paddle. Jetzt habe ich das halt als Paddle gespeichert. Machen wir mal hier kann ich es nicht renamen? Rename. Player unterstrich Paddle. So, das ist jetzt die Player Paddle. Jetzt platzieren wir die mal hier ein bisschen so in der Mitte. Wie können wir das jetzt gescheit machen, dass wir das mittig anordnen? Ich muss jetzt quasi ein Skript schreiben oder wir machen es hier per Hand erstmal. Ich will das auf jeden Fall per Code machen, dass hier drin die Paddles richtig angeordnet werden. Oder kann ich das vielleicht auch hier irgendwie machen? Ich meine, ich habe ja den Viewport hier
wo kann ich denn den Transform accessen? Das mache ich hier. Wenn ich hier mal 71 habe, dann sieht es so aus. Bei 0 ist er hier. Okay, dann sage ich jetzt einfach mal, er soll 32 Pixel. Das ist ein bisschen wenig. Machen wir 64 Pixel draus. Vom Rand entfernt sein. Und auf der Y-Achse muss ich halt jetzt wissen, wie groß, wie hoch dieses Ding hier ist, der Viewport. Wo kann ich das dann sehen? Transform. Weiß zufällig einer von euch, wie groß dieser Viewport ist und wo ich das einsehen kann? Wahrscheinlich geht es doch beim Project, oder? Project Settings, View, Window, Viewport. Viewport Width ist 1152 Pixel. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn ich das mal zu 800, zu 600 mache. Ah ja, dann sieht das so aus. Ah ja, gut, dann war das wirklich so. Na gut, dann machen wir 800 zu 600. Dann wissen wir das auch. Also gehen wir mal hier. Okay, wir müssen es nicht. Wir müssen jetzt kein 4 zu 3 Game machen, oder? Machen. Doch, machen wir. Wir sind based. Wir machen ein 4 zu 3 Game. Wir sind based. Wir machen ein 4 zu 3 Game. So. Wir müssen den Pedal platzieren. Bei 64, 800, 600 und 300. Und dann brauchen wir noch ein Enemy Paddle. Dafür duplizieren wir einfach diese Szene hier. Und die nennen wir dann einfach CPU Paddle. Duplicate. Zack. Und die instanzieren wir dann auch in unserer Main. Und jetzt haben wir eben hier Paddle 1. Das ist Player. Und dann haben wir noch Paddle 2. Das ist CPU. Und CPU platzieren wir jetzt bei 800. Wo ist denn jetzt hier der Transform? Hier. Bei 800 kann ich hier auch rechnen drin. 800 minus 64. Geht das? Ja, das geht. Nice. Und hier kann ich auch einfach sagen 400. Also 300. Sorry. Genau. Und wenn wir jetzt das öffnen, dann sehen wir. Huch. Muss ich die Szene extra noch speichern oder was? Save. Failed Loading Resource Paddle Tier Szenen. Was ist das? Player. Abgeleitet von. Okay, irgendwas stimmt nicht. Wahrscheinlich, weil ich die Szene umbenannt habe. Wenn ich hier mal klicke. Genau, dann kann ich die nicht mehr öffnen. Na gut, dann reinstanzieren wir eben den Player. Vielleicht ein bisschen crusty, wie ich es jetzt mache, aber ist halt jetzt einfach so. 64 und bei 300. So, jetzt müsste ich es doch starten können, oder? Ja, okay. Wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal die Paddles. So, jetzt wollen wir auch mal was coden. Zuerst einmal möchte ich den Spieler coden. Ich will den bewegen können. Das heißt, wir gehen mal hier rein und geben dem jetzt hier ein Skript, und zwar dem Parent Node Attach Script, und das nenne ich es PlayerPaddle.gd. Ja, wir schreiben die ganze Logik einfach hier rein. So, und jetzt kommen wir hier zum eigentlichen Spaß und zum eigentlichen Learning. Ich kann nämlich so gut wie gar kein GD-Skript mehr. Also Dings ist auf jeden Fall, die Syntax ist auf jeden Fall sehr Python-ähnlich, das wird kein Problem sein. Bei Python sagt man halt statt func def, und das Parse gibt es auch. Jetzt können wir hier oben, glaube ich, einfach, gibt es ein func init? Ja, gibt's. Aber ich glaube, das müssen wir gar nicht benutzen. Wir können hier einfach für unseren Node ein paar
Variablen erstellen, gibt es hier jetzt sowas wie Public und Private. Und es gab auch dieses OnReady. Das muss ich mir auch nochmal anschauen. Ich gehe mal in die Documentation und guck mal, was das OnReady nochmal heißt. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. OnReady Godot. So. Also, was haben wir denn hier? Variablen erstellt man einfach mit dem Keyword var. Das ist schon mal gut. Konstanten kann man auch erstellen. Auch gut. Da können wir mal zwei Konstanten erstellen. Und zwar max y. Das ist nämlich hier 600. Und max x. Ne, Max X brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können uns ja eh nur nach oben und unten bewegen. Was wir auch brauchen, ist ein Speed. Also var Speed setzen wir einfach mal auf, sagen wir mal, 5 Pixel die Sekunde. Da benutzen wir dann das Delta, um das wirklich Framerate unabhängig pro Sekunde zu bewegen. Und jetzt ist die Frage, was war das OnReady? Kann es sein, dass deine Pedal Scene die Main Scene ist? Also, nee, genau, das haben wir ja schon. Haben wir ja schon erledigt. Finger weg, mich darfst du nicht coden. Ich code dich, Blackout. Ich werde dich so coden. So gecodet wurdest du noch nie. Ich habe hier übrigens die Documentation. OnReady. Die OnReady-Annotation, was macht die? Bei der Verwendung von Nodes ist es üblich, Verweise auf Teile der Szene in einer Variable zu behalten. Dass Szenen nur beim Aufrufen des aktiven Szenenbaums konfiguriert werden müssen, können die Unternodes nur abgerufen werden, wenn ein Aufruf von NodeReady erfolgt. Mhm. Also wenn wir OnReady benutzen, können wir quasi dafür sorgen... Ah ja, okay. Da können wir eine Referenz zu einem anderen Node erst dann aufbauen lassen, wenn der schon instanziert wurde und ready ist. Okay, das brauchen wir jetzt hier noch nicht. Genau, also wir müssen nur einen Speed festlegen und das Max Y festlegen, aber auch ein Const Min Y. Das ist 0. So. Und dann brauchen wir auch noch einen Key. Es gab jetzt hier solche Key Actions, wenn ich mich recht erinnere. Die konnten wir in den Project Settings einstellen. Genau, da gab es nämlich diese Input Map. Hallo Redox, willkommen. Willkommen Redox. Und zwar können wir hier eine neue Action hinzufügen. Die nenne ich einfach mal Key Up. Der kann ich dann... Wie funktioniert das? Ah ja, genau. Und da kann ich dann Keyboard-Keys zuweisen. Sagen wir einfach mal, das ist die Taste W. W. Genau. So. Und W bedeutet... Achso. Und dann kriegen die hier einen Value zugewiesen, oder was? Nee. Okay, da können wir einfach nur prüfen, wird Key abgedrückt. Und dann können wir noch prüfen, Key down. Das ist dann auch eine neue Action. Und das ist dann S. Wobei wir auch einfach sagen können, okay, machen wir beides. Machen wir W, S und Hoch- und Runter-Pfeiltasten. Wie geht das hier? Ah ja, ich kann einfach die Pfeiltaste nach oben drücken, dann erkennt er das. Das ist ja nice. Und bei S die Pfeiltaste nach unten. So, wir haben unsere Keys definiert. Baust du Pong? Ja. Genau, wir bauen Pong. Ich bin hier gerade zum ersten Mal seit Jahren in Godot wieder drin und versuchte es alles mal zu lernen, weil Godot 4 ja ziemlich neu und anders ist und generell ist meine Godot-Zeit sehr, sehr lange her. Und deswegen, ja, bauen wir jetzt einfach mal ein kleines Pong, um hier wieder reinzukommen und das ganze System hier in dieser Engine zu verstehen. Genau, wir haben hier eine Ready, die brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Die können wir einfach löschen, nehme ich mal an. Und in der Process-Funktion bauen wir jetzt die Logik rein, die quasi konstant jeden Frame
abgerufen wird oder ausgeführt wird. Wie können wir das jetzt machen? Wir wollen jetzt unsere Paddle-Geschichte hier bewegen. Ich nehme mal an, da diese Nodes, das Color Rect und der Color Shape 2D, Child Nodes von dem Paddle sind, bewegen die sich mit, wenn ich dieses Paddle hier, dieses Area 2D einfach bewege über seinen Transform. Das heißt, wir können jetzt hier mal fragen, if key action, wie funktioniert das Input Punkt get action? Okay, muss ich wohl in die Documentation noch mal kurz reingehen. So. Godot Input Actions. Wie kann ich die abfragen? Input Examples. Das sieht gut aus. Input Examples. Ach so, es gibt ein Input, eine Function. Und da drin kann ich die Action abfragen. Ah ja, okay. Ich habe auch mal was mit Godot gemacht, habe Source Engine Maps reingeladen, keine Ahnung, ob ich den Code noch habe. Nice, das klingt cool. Es gibt auch übrigens ein cooles Tool in Godot, das heißt Quodot. Da kann man mit dem Trench Broom Quake Editor, mit dem Map Editor, mit dem man eigentlich Quake Maps baut, auch Godot Maps bauen. Und der Editor scheint ziemlich nice und intuitiv zu sein. Das klingt also sehr geil. So, machen wir mal hier nochmal einen Pass. Wir machen jetzt eine Func Input Event. Die fragt also quasi, nehme ich mal an, jeden Frame den Input ab. Und da können wir jetzt einfach sagen, if event.isAction, nicht press, sondern einfach nur isAction. Und jetzt haben wir hier sogar, das ist ja geil, wir haben jetzt hier sogar unsere Input Actions, die wir in der Input Map definiert haben, im IntelliSense drin. Sehr cool. Und es gibt ja auch noch andere. Ja, nice. Das IntelliSense hat damals noch nicht so gut funktioniert. Okay, wenn wir Key Down drücken, dann sagen wir einfach... Achso, wir müssen natürlich einen Doppelpunkt machen. Und wenn wir jetzt Key Down drücken, dann wollen wir über den Transform. Kann ich auf den einfach zugreifen? Ja, Transform Punkt. Gibt es hier eine Move-Funktion oder muss ich das einfach selber schreiben? Ich nehme an, ich muss es einfach selber schreiben. Oder gibt es noch einen Move? Move Local X, Move Child, Move to Board. Naja, ich mache es jetzt einfach mal über den Transform selbst. Also sagen wir einfach Transform.y und dann einfach hier. Plus ist gleich der Speed. Jetzt müssen wir aber... jetzt brauchen wir ja den Delta-Time. Mal Delta. Aber das haben wir ja jetzt hier gar nicht. Kann ich an das Delta auch irgendwie hier rankommen? Oder... Ach so, Jump. Ne, Moment mal. Ich gucke gerade noch mal in der Documentation, wie das hier funktioniert. Is Action Press Move Right? Ach so, ich muss dafür gar nicht das Input-Ding nehmen. Ich muss keine Input-Function nutzen, sondern ich kann hier einfach mit der Input-Klasse sagen, isActionPressed und dann einfach KeyDown. Und hier kann ich dann sagen, transform. Hoppala. Also, if, so. Und dann einfach hier sagen, transform. Y plus ist gleich unser Speed mal Delta. Ist das okay? Kann man das machen? Ja, das kann man scheinbar machen. Und dann machen wir noch ein Elif. Input is Action pressed Key up. Und da sagen wir einfach Transform.y minus ist gleich Speed mal Delta. So, funktioniert das? Gucken wir einfach mal. Nö. Invalid Operands. Bla bla bla.
Vektor 2 and float. Aber ich habe doch Transform.Y gesagt. Ja gut, dann müssen wir es halt so machen. Transform. Ich nehme mal an, der Transform ist einfach ein Vektor 3, oder? Oder ein Vektor 2. Kann ich hier irgendwie auf den Transform2D? Hat das irgendwie so ein... Node2D hat einen Transform, ja. Und der hat eine Position XY. Das ist also ein Vektor 2. Und... Ach so, Transform.Position. Kann das sein? Punkt Position? Nee. Get Origin. Gucken wir einfach in der Documentation. Godot. How to move to the object. Translation. Transform. Gibt's eine Translation? Translated. Ich gucke einfach mal. 2D Movement Overview. So. Genau. Get Input. Character Body 2D. Kann ich nicht ein Area 2D einfach bewegen? Was ist denn ein Character Body 2D? Hat das irgendwelche Physics-Eigenschaften schon? Gucken wir einfach mal. Add Child Node Character Body 2D. So, Character Body 2D, a 2D Physics Body. Specialized for characters moved by script. Ha. Ja gut, das ist halt das Ding, wenn man solche Engines benutzt. Man benutzt halt immer irgendwelche komischen Physics-Dinger. Geht das nicht anders? Kann ich nicht einfach sagen, ich greife auf... Nee, dafür muss es... Also Character Body hat halt Move and Slide und sowas. Ja gut, dann machen wir es halt so. Dann wird es halt eine Character Body. Genau. Dann füge ich den einfach mal hinzu. So, dann kann ich dieses Script vielleicht einfach hier runter moven. Oder kann ich hier vielleicht einfach das ändern? Ich würde gerne eine Node ändern. Detach Script. Und das Script liegt ja sowieso hier unten, also kann ich es dem hier zuweisen. Genau, und wenn ich jetzt... Kann ich den außerhalb platzieren? Nee. Wie zum Henker mache ich das? Ich kopiere jetzt mal das hier, diesen Node, dann lösche ich diese ganzen Nodes hier und dann paste ich einfach, genau, das ist jetzt Node2D, das will ich so eigentlich auch nicht, machen wir es nochmal rückgängig, paste from clipboard, so jetzt haben wir hier den Character Body 2D, aber da wollte ich jetzt eigentlich, ist das scheiße. Da mache ich es eben so, kopiere ich nur die beiden. So, dann lösche ich das Ding hier und dann füge ich den hier hinzu. Paste. So, jetzt. Schwere Geburt. Entfern mal Transform. Punkt. Node2D hat ein globales Property namens Position. Und Area2D erbt davon. Ach so, also war das gar nicht nötig. Naja. Leben ist hart. Ich meine, gut, eigentlich, das muss jetzt Character Body 2D sein. Wenn wir jetzt hier Move... Ja gut, jetzt haben wir hier halt Move das. Move and Slide ist wahrscheinlich Overkill hier in dem Fall, aber drauf gekackt. Wir machen es jetzt einfach mal. Und was nimmt Move and Slide jetzt an? Kann ich hier auch irgendwie die Documentation öffnen? Lookup Symbol. Bool. Move and Slide. Moves. Returns true if collided. Moves the body based on velocity. Ah. Naja, da müssten wir eine Velocity setzen. Bäh, das ist ja eklig.
Na gut, dann, wobei, das ist ja auch eigentlich ein Node2D, ne? Also könnten wir hier jetzt eigentlich auch einfach sagen, wie komme ich zurück? Ach, hier sehen wir das Skript. Dann hat das doch auch ein Position-Ding, oder? Position, ja, Position, Punkt, Y. Position, Punkt, Y, okay. Plus ist gleich Speed mal Delta. Das müsste doch jetzt funktionieren. Und Position.y minus Speed mal Delta. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Nö. Script inherits from native type character body, so it can't be assigned. Das ist doch jetzt kein Area2D mehr. Ich habe doch das jetzt dem Character Body 2D zugewiesen. Ich verstehe nichts mehr. Ach, weil hier ist es noch. Kann ich das reloaden irgendwie? Wisst ihr was? Ich delete es nochmal. Benutzt PaddleTSCN das gleiche Script. Ja, PaddleTSCN war das, was wir hier gerade bauen. Achso, Moment mal. Und waren wir gerade im CPU-Paddle? What the fuck? Ich bin gerade sehr verwirrt. Wir haben uns hier schon wieder eine ziemlich cursed Struktur zusammengebastelt. Also, ich remove nochmal alles. Wir haben jetzt das PaddleTSCN. Das ist jetzt das Einzige, was ich in diese Szene hier mal reinpacke. PaddleTSCN. Rein mit dir. Du kriegst jetzt eine Position von 32.300. Und wenn ich dich jetzt bewegen will, dann sag mir bitte, dass das funktioniert. Ja, es ist nur sehr langsam. Na gut. Ja gut, 5 Pixel pro Sekunde ist halt auch wirklich sehr wenig. Dann stellen wir das mal auf 5. Sagen wir einfach mal 60. Immer noch sehr wenig. 5 mal 60, so. Das sieht doch gut aus. So, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass das Ding nicht unten und oben rausfahren kann. Außerdem soll das nicht so nah am Rand platziert werden. Das heißt, wir gehen nochmal in den 2D-Editor, klicken das Ding an und sagen 64 Pixel vom Rand entfernt. Dein erstes Godot-Projekt ist auch genauso cursed. Okay, ja, ich bin komplett neu hier drin. Also, das wird schon, das wird schon. Das ist halt immer so ein Ding, man muss halt ein paar Projekte mit solchen Engines umsetzen und dann kennt man sich hier auch aus. Ne? Das ist halt das Ding. Also wir haben jetzt PaddleTSCN und PlayerPaddleTSCN. PlayerPaddle hau ich jetzt einfach mal raus. Das war noch die alte Struktur. Können wir auch wieder löschen. Don't save. So, jetzt haben wir nur PaddleTSCN. Das ist jetzt das vom Spieler. Da benennen wir auch das einfach mal um in PlayerPaddle. So. Und den soll man jetzt nur rausbewegen können. Also nur so weit runter und hoch bewegen können, wie halt seine, dass er sich halt nicht aus dem Ding rauskommt. Also dass er nicht aus dem Bild rauskommt. Dafür bräuchte ich seine Größe in Pixeln. Wie kriege ich die? Die Größe in Pixeln ist ja definiert, ich muss wieder in die Szene rein, in dieser entweder Collision Shape oder halt in diesem Color Rect. Können wir hier uns den Transform oder so? Hat das einen eigenen Transform? Nee, das ist nämlich nur ein UI-Tool. Müsste doch trotzdem irgendwie eine Position haben, oder? Ja, gut, es hat hier dieses Layout-Ding. Nee. Dann nehmen wir einfach das Collision Shape. Hat das hier. Ja, gut, das ist ein Scale von
0 bis 1 kriege ich nicht irgendwie die Höhe und Breite in Pixeln raus. Geht das nicht? Das ist schade. So, hier. Ich guck mal in der Documentation. Godot get pixel size of collision shape. Genau, wie kriege ich denn die? Das ist contained in the shape property of the collision shape, which is accessed via shape. In your case, since shapes are circle shape 2D, they will have radius property. Okay, also kann ich quasi einfach hergehen. Gut, dann brauche ich jetzt hier, jetzt wird es spannend, jetzt lernen wir eine wichtige Sache. Wir müssen jetzt eine Referenz herstellen. Und hier können wir jetzt onReady benutzen, habe ich so im Gefühl. OnReady var. Wir wollen auf die Collision Shape zugreifen. Kann ich hier eigentlich auch sagen, dass es nicht eine var ist, sondern eine Collision Shape 2D? Muss ich mir nochmal anschauen. Also wir bauen jetzt hier eine OnReady var Collision Shape und das ist jetzt so. Node. Oder wie kann ich Nodes referenzieren? Gucken wir in der Documentation. Godot reference child node. Accessing a child node. Get node gibt es da. Und da kann man einfach einen Path angeben. Get node. Rigid body mob node. Man kann auch Export nutzen. Aber ich will jetzt mal GetNode benutzen. GetNode. Muss ich da irgendwie Player Paddle oder Self.getNode und dann Node Path? Der ist ja relativ. Das heißt, dann kann ich hier doch wahrscheinlich einfach eingeben Collision Shape 2D und das heißt hier Collision Shape 2D 2. Nennen wir es einfach mal nur Collision Shape oder einfach nur Collider. Nennen wir es Collider. So. Mach Drag and Drop. Zieh von links die Node in deinen Code, halte Steuerung gedrückt und lass Maustaste los. Dann wird es automatisch richtig importiert. Also. Mit Dollarzeichen kann man es auch referenzieren. Hey, geil. Danke für den Tipp. Das ist ja mal cool. Danke, Google Funsus. Und genau, der macht es dann auch hier mit diesem OnReady. Also ich denke mal, ich habe recht mit dem Fakt, dass OnReady quasi dazu da ist, um einfach mit der Initialisierung dieser Variable zu warten, bis Collider in diesem Fall auch ready ist. Ja. So, wir wollen den Collider. So, und jetzt wollte ich ja die Size von diesem Ding. Ich nehme mal an, dass ich dafür eine Variable Height definiere, setze ich anfangs auf 0 und dann mache ich in die Funktion ready jetzt ist halt die Frage, ob ready vor der Instanzierung von diesem Collider aufgerufen wird. Ich würde nämlich hier jetzt sagen, height ist gleich und dann collider.shape. Und dann gibt es hier wahrscheinlich irgendwie die height oder so. So, shape kann ich da das Symbol
angucken. Das ist eine Shape2D und Shape2D hat jetzt hier verschiedene Properties. Get Rect. Es gibt ein Rect2D zurück. Returns a list of contact points. Nee, where this shape would touch another. Nee, das ist nicht, was ich will. Okay, gucken wir mal. Also, der will Godot get height of collision shape. So, der nimmt die Shape. Und dann gibt es einfach Shape.Height. Ich nehme mal an, das passt dann so. Kann ich hier... Das verwirrt mich halt jetzt hier, weil ich kann hier nicht einfach sagen, Height... Ich nehme mal an, weil der nicht weiß, dass Collider vom Typ Collision Shape 2D ist. Jetzt ist nämlich die Frage, kann ich das hier irgendwie explizit anmerken, statt war, dass der hier sagt, Collision Shape, Godot Type Annotation oder so. Mit Doppelpunkt dann Typ. Sage ich hier also war Collider Doppelpunkt Collision Shape 2D? Ah, okay. Brauche ich das war Keyword dann noch? Ich glaube schon, oder? Mal gucken. Ja. Na gut. Dann machen wir hier nochmal. Also Collider.Shape. Ah ja, und dann können wir hier... Gibt es hier eine Height? Ne, nur get wrecked. Ja gut, dann eben get wrecked. Und dann kann ich doch bestimmt hier nochmal einen Punkt machen. Punkt size, Punkt nee. Godot get rect height. Nee, das. Ich brauche die Size in Pixeln. Godot get collision shape 2D size in pixels. Width of character body. Nee, ich will. Get node collision shape. Ah. Punkt size Punkt Y. Das ist es. Das ist die Height. Okay, schwere Geburt. Na gut, das wird's aber sein, glaube ich. Wir können uns das ja mal printen lassen, wenn wir das Spiel starten. Print die Height. Gucken wir mal, ob das vernünftig aussieht. 100. 100 Pixel. Klingt richtig. Dann sollte das passen. Okay, dann können wir jetzt also sagen... Wir lagern mal das Move mit in eine eigene Funktion aus. Move. Einfach Movement. Delta. Hoppla. Und dann einfach hier sagen, rufen wir Movement auf. Übergeben Delta. So.
Und hier, ich mach mal zwei Abstand immer. Man es besser unterscheiden kann. Und genau, jetzt wollen wir hier nicht nur abfragen, ob dieses Ding gepresst wird, sondern auch wollen wir die Position, ja, wir clampen einfach. Also position.y ist gleich, gibt es hier clamp? Ja, natürlich gibt es clamp, der Wert von position y. Und das ist jetzt minimal 0 plus jetzt eben die Height geteilt durch 2. Also im Grunde eh nur die Height geteilt durch 2. So, und dann wollen wir, das ist der Minimalwert, und der Maximalwert ist jetzt die Bildschirmhöhe. Das ist 600 minus auch die Height geteilt durch 2. Kann ich das hier eigentlich, diese Bildschirmhöhe, kann ich die auch irgendwie durch den Code kriegen? Da muss es doch irgendeine Variable geben. Viewport. Ah ja, egal. Prüfen wir erstmal, ob es funktioniert. Und dann machen wir dasselbe hier auch noch. Ja, wobei, weißt du was, das machen wir einfach dann hier am Ende. Müssen wir ja nicht zweimal abfragen. Und jetzt gucken wir mal. Funktioniert das? Ja, das funktioniert. Okay, cool. Da sehen wir es mal. Also, was haben wir jetzt gelernt? Wir haben gelernt, wie man Input abfragt. Das ist schon mal cool. Wir haben gelernt, wie man Variablen definiert, mit onReady auch, und wie man hier solche Type Annotations machen kann. Konstanten definiert. Und wir haben auch hier ein bisschen das Movement kennengelernt, beziehungsweise wie wir einfach den Transform bewegen können. Und wie man natürlich Child Nodes referenziert. Wie geht's weiter? Jetzt brauchen wir mal einen Ball. Ja, wir brauchen einen Ball. Wobei ich den Speed noch ein bisschen erhöhen will. Machen wir mal 7. Das ist schon besser. Genau, da haben wir jetzt das Paddle hier. Szene wird gespeichert. Können wir das schließen hier. Und dann gehen wir wieder hier in unsere Main-Szene. Und in die Main-Szene klatsche ich jetzt einen Child-Node rein. Eigentlich können wir hier auch wieder einen Character-Body benutzen. Wobei, nee, machen wir ein Area2D. Area2D. Das wird der Bowler. Ball. Der braucht auch eine. Wieder einen. Der braucht jetzt einen Circle. Das gab ja Color Rect. Gibt es auch Color Circle? Nee. Circle. Okay, also gibt es keine Möglichkeit, einfach ein primitives Circle-Ding zu malen. Gibt's da nichts. Du kannst auch oben rechts im Inspector auf das Rectangle klicken, dann siehst du da auch all diesen Properties. Von dort kannst du dann auch den Property Path kopieren, also wenn die Collider Node links ausgewählt hast. Ach so, okay. Also wenn ich jetzt mal, gehen wir nochmal rein. Ich will das sehen. Also nochmal, du kannst auch oben rechts im Inspector auf das Rectangle klicken. Hier meinst du? Ah, da sieht man es dann auch. Okay, nice. Cool. Ja, das ist nice. Danke für den Tipp. Das ist halt super nice, wenn man hier auf Twitch direkt das lernt. Dann kriegt man gleich von den Profis die ganzen Tipps mit. Ne? Das ist echt sehr, sehr nice. Sehr angenehm. Danke sehr. Also, wir brauchen jetzt hier auch ein Primitive Circle. Ich nehme mal an, Google Funsus, dazu kennst du hier gerade nichts, oder? Weil es. Ich finde hier nichts, um einen Circle einfach drawen zu können. Muss ich jetzt wirklich einen Sprite dafür erstellen? Finde ich schade, ehrlich gesagt.
dass ich hier ein Sprite erstellen muss. Ich finde es immer ganz geil, wenn so eine Engine auch die Möglichkeit bietet, einfach nur primitive Formen zu drawen. Weil mit Programmer Art, für Programmer Art reicht es dann halt auch immer mega aus. Und man kann da auch generell coole Spiele mit programmieren, auch mit einfach nur primitiven Formen. Aber dann ist es halt so. Ich sehe hier halt jetzt nichts dergleichen. Circle, Circle, Circle. Gibt es noch ein anderes Wort für Circle? Ich glaube nicht. Nee, dann, ich kann ja auch nochmal googeln. Godot Draw Circle. Ja gut, mit Custom Draw. Und dann könnte ich mit Polygonen. Okay, ja gut, das ist jetzt Overkill, dann mache ich einfach schnell ein Circle Sprite. Der Circle soll einfach. Gehen wir dafür paint.net. So machen wir den mal. Wie groß machen wir ihn? 32x32 Pixel. So. Paint.net ist übrigens allerbeste. Und dann will ich das so machen. Und der soll natürlich weiß sein. So, und weil sich jetzt mein Paint.net-Ordner öffnet und ich nicht möchte, dass hier all meine Grafiken so geleakt werden, mache ich mal ganz kurz den hier. Das heißt, ich speichere den unter. Gehen wir mal einfach auf den Desktop. Klatschen wir es einfach auf den Desktop. Und das nenne ich circle.png. Speichern. Willst nicht, dass deine Söder-Fanart gesehen wird? Ja, das wäre natürlich richtig kacke, wenn die geleakt wird. Ne? Das wäre scheiße. Aber hier ist er, unser Circle, unser Söder. Dann packen wir den jetzt einfach mal hier zu den Resources rein. Und wenn wir jetzt eh schon dabei sind, können wir hier auch mal ein bisschen aufräumen. Wir können hier einen neuen Folder machen. Expand Folder? Nee. Create New Folder. So. Und das nenne ich jetzt einfach mal Sprites. Weil wir werden das dann auch ein bisschen polishen. Ich will hier richtig in Godot rein. Ich will hier nicht einfach nur ein langweiliges Pong bauen, sondern das soll richtig geil werden. Also muss geil werden. Und deswegen machen wir jetzt mal eine gescheite Struktur. Die hat er gezeichnet, passend zu seinen Söder X Amthor Fanfictions. Jetzt wird's kriminell hier drin. Jetzt wird's kriminell. Scenes. Screenes. Nein, keine Screenes, sondern Scenes. Da packen wir die Scenes rein. So. Ah, icon.svg. Früher war das eine PNG. Jetzt haben sie da eine SVG draus gemacht. Gut, dann gehen wir mal hierher und machen noch ein Script. Da packen wir Player Paddle rein. Das Paddle Script. Okay, jetzt haben wir hier ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir unseren Ball, unseren Bowler. Der kriegt jetzt ein Sprite2D. Genau so hieß das Ding. Und das Sprite2D kriegt eine Texture, die wir in Sprites drin liegen haben. Und das können wir hier einfach rein. Und wir sehen, 32x32 war vielleicht ein bisschen. Und das sieht aber auch nicht schön aus. Kann ich hier den Filter ausmachen? Nearest. Okay. Bisschen kleiner. So. Und der kriegt natürlich auch einen Collision Shape 2D. Dieser Ansatz gefällt mir an Godot halt richtig gut, dass du deine Objekte einfach so zusammenklicken kannst. Das hat schon Vibe irgendwie. Das muss ich schon sagen. Das gefällt mir. Dann kann man hier einfach seinen Circle machen, die Collision Shape einfach hier passend auf den Sprite hier mappen. Und jetzt will ich das Ding in der Mitte platzieren, mal von der Map. Das heißt, ich gehe hierher in den Transform.
400 mal 300, dann ist er in der Mitte. Und genau, dann haben wir den in der Mitte platziert. Und jetzt braucht der natürlich noch ein... Genau, der muss sich dann halt auch bewegen entsprechend. Aber auch nur, wenn wir in einem bestimmten Game-State sind. Nur, wenn wir im State Playing sind. Jetzt wird es interessant. Wie können wir unseren Game-State hier verwalten? Ich hätte gesagt, dass wir dafür einfach diesen Main-Node hier nehmen. Und dem attachen wir einfach ein Script. Und das nenne ich jetzt einfach mal Game-Control oder so. Game-Control. Und jetzt gibt es hier verschiedene Game-States. Kann man Enums machen? Enum... Ja, kann man. Wie funktioniert das? Bevor ich jetzt irgendeinen Kack mache. Ich kann doch bestimmt hier auch auf die Reference gehen, oder? Nee. Nee, kann ich nicht. Okay, dann Godot Enums. Enums, Enums, Enums. Enum. Okay, das ist ja sehr einfach. Game States. Und dann kann man hier einfach die Game States festlegen. Und da gibt es einmal Game Playing. Dann gibt es dieses Warten zwischen den Spielrunden. Wie nennen wir das? Preparing Countdown. Get ready. Nennen wir es Get ready. Und dann haben wir noch den Game State Game Over. Ich glaube, das sollte so erstmal passen. Wenn das Ding ready ist, wir haben ja auch eine Variable, die nennen wir Current Game State. Schreiben wir Game States immer als ein fertig ausgeschriebenes Wort. Current Game State ist gleich Game States Punkt Get Ready, würde ich sagen. Und es gibt auch noch ein, wir brauchen auch noch ein Game State für Main Menu oder so. Main Menu, Mac Menu. So. Ready brauchen wir hier, glaube ich, jetzt erstmal gar nicht. Okay. Ich bin mal ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da. Genau, Kommentare kann man übrigens auch hier wie in Python machen. Okay. Gleich zurück. Toiletten-Time. Na dann. Bis gleich.
So, hat ein bisschen länger gedauert. Ich habe nämlich noch was gemampft und ich habe hier einen Traubenzucker für die Brain Energy. Wer hatte auch in der Klasse immer diese Streberkinder, die Traubenzucker vor einer Prüfung genommen haben? Ich war selber so einer. Die waren auch immer top. Wenn man den Dextro Energy in der Schule vor der Schulaufgabe erstmal reinzimmert. Ich habe aber keinen Dextro Energy, sondern Intact, keine Ahnung. Die sind viel leckerer als Dextro Energy, weil die viel weicher sind. Die lösen sich so richtig im Mund auf. So, Called Every Frame. Jetzt habe ich mir auf dem Klo natürlich kurz Gedanken gemacht. Wir haben jetzt hier dieses dieses Main-Objekt, das ist der Main-Node. Das hat ein Skript, das ist dieses Skript hier. Hier haben wir unsere Game-States definiert. Und hier drin will ich natürlich auch die Game-States gewissermaßen steuern. Jetzt brauchen natürlich unsere verschiedenen Objekte hier auch einen Zugriff auf diese Game-States, auf den Current-Game-State. Und jetzt ist halt die Frage, wie machen wir das? Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, dass der Paddle, dass man den nur bewegen kann, wenn Game State, der Current Game State gleich GameStates.playing ist. Aber wie bekommen wir jetzt hier die Referenz? Müssen wir hier drin auch einfach sagen, okay, der OnReady war Main Node oder Game Controller Node. Game Controller ist gleich und dann ein Pfad, vielleicht eins zurück. Geht das so mit Punkten? Dass wir dann quasi den Node bekommen. Kann man von dem Noten auch den Namen ausgeben lassen? Zum Beispiel Game Controller.name, geht das? Get Base Name. Print diesen Base Name mal. Mal schauen, was passiert. Dann wird hier geprintet. Punkt. Nicht gut. Punkt ist nämlich nicht der Name. Get Parent Node Godot. Get Parent. Ach so. Okay, ja gut, einfach get parent. Geht das so? Und dann lassen wir uns den. Achso. Genau. Game Controller Name dann. Main, okay. Ja, so funktioniert es. Also so bekommen wir dann quasi die Referenz auf den Parent Node und können dann darüber auch den Game State lesen. Zum Beispiel Current Game State, geht das? 1. Und 1 ist hier Playing, nehme ich an. Ja. Kann ich auch den Game State als String? Gibt es dann ToString oder so? Nee. Godot print enum name. Name instead of value. Ah, Punkt Key. Kann das sein? Key einfach. Nee. Get Key. Nee. Egal. Ich weiß auf jeden Fall, dass es richtig ist.
Um es jetzt aber nochmal wirklich hier abzusafen, sagen wir einfach, setzen wir das einfach mal auf einen String Playing. Und dann sollte unten Playing geprintet werden. Achso, kann ich... Hä? Ach, kann nur ein Integer-Wert sein. Okay, ja, dann sagen wir einfach mal, dass das 10 ist statt 1. Dann sollte unten jetzt aber... Da steht 11. Ihr wollt mich doch verarschen. Achso, das ist get ready. Und okay, und das ist dann immer 1 mehr. Na gut, wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Passt. Dann wissen wir aber, dass das funktioniert. Wir können darauf zugreifen. Auf den Current Game State von diesem Paddle-Objekt aus. Und jetzt können wir hier zum Beispiel sagen, dass das Movement nur aufgerufen werden soll. If, wie haben wir es genannt? GameController.CurrentGameState gleich GameController.GameStates.Playing ist. So, nur dann soll man moven können. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze starte, kann ich mich nicht bewegen. Okay, das funktioniert nicht. Sehr gut. Und wenn ich jetzt aber den Game State auf Playing setze statt Get Ready, dann sollte ich mich wieder bewegen können. Ja, okay. Funktioniert so. Wir machen Fortschritte. Wir machen auf jeden Fall Fortschritte. Wir lernen, wie diese Engine funktioniert. So, jetzt ist die Frage, wie soll das jetzt laufen? Es soll natürlich Game States anfangs auf Get Ready gesetzt werden. Und jetzt brauchen wir hier irgendwie eine Funktion, die nennen wir Change Game State. Func Change Game State. Der übergibt man einen Game State, den gewünschten State, den man dann haben will. Und dann sagen wir einfach, der Current Game State wird auf Game State gesetzt. Das ist der Parameter, den wir übergeben haben. Und jetzt können wir, gibt es Switch-Blöcke? Ne, da machen wir eben Ifs. Dann können wir jetzt hier sagen, okay, if Game State ist gleich Game States.Playing. Wenn wir also in den Playing State übergehen, dann wollen wir den Ball zum Beispiel zum Bewegen bringen oder so. Wobei wir hier auch die Signale mal benutzen könnten. Für den Ball will ich... Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Hier ist der Ball. In dieser Szene. Dieser Ball, der braucht ein Skript. Das nennen wir einfach ball.gd. Und dieser Ball, der hat ein X und ein Y-Movement. Wir wollen ihn nur über diese Koordinaten bewegen. Das heißt, wir sagen einfach... Wobei wir hier auch Vector 2 benutzen können. Ne? Das ist das Ding im Game Maker. Da bewegst du halt einfach immer auf den Koordinaten einzeln. Das machst du mit Vektoren auch im Grunde so. Aber hier ist es dann doch ein bisschen anders, wie man es schreibt. Wir haben einen Speed. Und der Speed ist jetzt nicht einfach nur auf einer bestimmten Achse, sondern wir haben statt einem Speed jetzt eine Velocity. Ist Velocity eigentlich so ein Name der Velocity? Nee. Oder? Können wir hier sagen Velocity? Nee. Okay, also wir haben eine Velocity, das ist ein Vektor 2. Also var Velocity Vektor 2 ist, müssen wir hier jetzt, geht es so? Ja. Die City of Velo. So schaut's aus. Ah, ich habe hier ja noch einen Tee.
So. Ready brauchen wir nicht. Und jetzt können wir hier ja eine Funktion definieren, weil Velocity ist anfangs auf 0. Und im Process wollen wir ihn immer nach seiner Velocity bewegen. Genau, also sagen wir, machen wir einfach hier auch eine Funktion. Funktion Movement. Der übergeben wir auch wieder Delta. Die rufen wir hier dann auch direkt auf. Movement mit Delta. Und in der Movement sagen wir einfach Position plus gleich Velocity. Und das sollte auch funktionieren, weil Position selbst ist ja ein 2D-Vektor und dem addieren wir dann einfach diesen Velocity-Vektor drauf. Das sollte passen. Und mehr brauchen wir hier jetzt gerade noch nicht. Ich will aber eine Funktion, die wir easy aufrufen können, in der dann die Velocity, ja, wobei. Wie machen wir das? Ne, das machen wir dann hier in unserem Main Script. Hier sagen wir dann einfach, wir brauchen die Referenz auf den Ball. Das heißt, wir brauchen hier oben auch ein onReady var ball. Wobei, wir haben es hier gelernt, wir können es einfach reinziehen. So. Und davon setzen wir dann die Velocity. Das heißt, wenn wir den Game State of Playing setzen, dann sagen wir einfach mal, okay, der Ball, den seine Velocity ist einfach ein neuer Vektor 2. Und den bewegen wir dann mit, ja, jetzt brauchen wir für den auch einen Speed, ne? Das ist jetzt das Ding. Okay. Wir sagen, die Velocity, warte mal, wo ist der Ball? Ball. Der braucht einen Speed. Und den Speed setzen wir auch jetzt einfach mal auf 5 mal, na, sagen wir 8 mal 60. So. Position plus ist gleich die Velocity. Und die Velocity, die wird gesetzt auf Junge, so lange nicht mehr hier mit so einer Engine gearbeitet, in der wir hier mit Vektoren arbeiten. Ich mache normalerweise immer nur XY plus. Aber wir müssen jetzt hier quasi die Velocity, das ist jetzt, der kriegt jetzt einen Vektor, der zeigt halt in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel jetzt einfach auf minus 1 und 0. Das ist jetzt seine Richtung. Und dann skalieren wir den Vektor einfach mit Velocity mal ist gleich ball.speed. Damit sollte das jetzt funktionieren. Also da haben wir jetzt die Richtung erstmal gesetzt. Das ist einfach so ein Normalvektor, der eine Länge von 1 hat. Und dann setzen wir seine Geschwindigkeit, indem wir das skalieren. So sollte das funktionieren. Genau. Und den Ball, den bewegen wir ja sowieso. Movement wird aufgerufen. Soll nur aufgerufen werden, wenn wie ging es nochmal? Wie bekommen wir nochmal den Parent Node? Das ging so, war Parent oder Game Controller ist gleich self.getParent. Und hier sagen wir nur bewegen, wenn if Game Controller.currentGameState gleich GameController.GameStates.Playing ist. Dann wollen wir den bewegen.
So. Und dann können wir gucken, dass wir den erstmal setzen. Wir können ja hier in der Process einfach mal sagen, if input get key, gibt es hier auch key, gibt es sowas, is key pressed, key enter, nee, key space, ja. Muss das ein String sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Dann sagen wir einfach set game state, change game state. Ja, setzen wir so. Sagen wir, dass wir es set nennen. Passt besser. Set game state ist, genau. Und dann muss man den game state angeben. Game states.playing, sagen wir dann einfach mal. Also, wir starten jetzt mit dem game state get ready. Mit einem Space Drücker setzen wir ihn auf Playing, indem wir der setGameState-Methode hier das übergeben. Und hier drin wird dann die Velocity vom Ball auch gechanged. Testen wir es. Wunderbar. Current Game State gibt's nicht. Das mache ich im Ball. On ready war. Geht's dann? Ja. Und wenn ich jetzt drück, uff, okay, er ist verschwunden. Ach so, halt. Mal Delta. Jetzt dann. So, jetzt soll es aber funktionieren. Ja, wunderbar, okay. Ey Leute, das funktioniert ja schon einwandfrei hier. Das flutscht richtig. Das ist nice. So. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir jetzt mal die Kollision zwischen Ball und Spieler. Da müssen wir, glaube ich, in die Signale langsam rein. Wie viel Uhr ist es denn? 18.36 Uhr. Jetzt muss man auch irgendwie langsam mal was zu essen bestellen. Was esse ich heute? Eine Pizza. Eine Pizza ist doch nice. Eine Pizza auf Ibiza. Du hast Würstchen-Gulasch. Das klingt geil. Wie ich das gerade ausgesprochen habe. Würstchen-Gulasch. Das erinnert mich an dieses Philipp Amthor-Video, wo er aufzählt, was er alles gerne frisst. Speckbohnen mit Butter. Auch mal dunkle Schokolade darf es sein. Ferrero Rond Noir. Meine Lieblings-WhatsApp-Gruppe ist die WhatsApp-Gruppe Würstchen-Gulasch. Also ich muss aufhören, sonst verscheuche ich hier gleich alle. Genau. Ich bestelle mir gleich Pizza. Aber zuerst, Collision. Googeln wir doch mal kurz, wie das funktioniert. Godot Collision Shape 2D. Get Collision. Wie funktioniert das? Also, Collision Shape 2Ds haben wir uns gegeben. Der Player Paddle hat diesen Collider und auch der, wo ist es denn? Ich muss mich hier noch ein bisschen zurechtfinden. Hier oben setzt man dann die Szene. Okay, der Ball hat auch eine Collision Shape. So. Diese Collision Shapes, die haben jetzt, glaube ich, wie funktioniert das, diese Signale? Das konnte man unter Node hier anklicken. Aber das war nicht mit... Also, ich bin noch im Collision Shape drin. Canvas Item, Node und das. Vielleicht einfach nur über dem Ball, Node, Collision Object. Nee, das ist es auch nicht. Dann gucken wir einfach mal. Also in der
In der Documentation zu Collision Shape 2D, was lässt sich da finden? A node that provides a shape 2D to collision object 2D parent and allows to edit it. This can give detection shape to an area 2D. Or turn a physics body 2D into a solid object. Ja gut, das bietet mir hier bisher nichts großartig Hilfreiches. Godot Collisions. So, google ich doch einfach mal nur Godot Collisions. Collision Shapes. Ja. Hilft mir jetzt auch noch nichts. Einführung in die Physik. Mathematik, Physik, Chemie und Biologie. So, Physikprozess. Also Area 2D ist ja der Ball. Das Area entered. Ach so, das macht man über die Area. Ja, dann sollte doch eigentlich unser... Oh nein. Dann sollte doch unser Player hier auch ein Area eigentlich sein. Weil wenn wir das mal hier anschauen, gucken wir mal, was der hier so für Events hat. Collision Object. Input Event, bla bla bla. Ja, das hat hier jetzt keine großartige Kollisionserkennung. Wobei wir ja einfach hier sagen können, okay, wir machen die Collision Detection einfach nur im Ball. Dann sind wir safe. So, der Ball hat eine Area 2D. Und hier kann man jetzt einfach mit diesen Signalen überprüfen, okay. Area entered. Emitted when the received area enters this area. Wenn ein anderes Area in den Ball reingeht. Okay. Kann ich das einfach doppelklicken und in... Genau, dann kann man hier so eine Receiver-Methode bauen. Ball connection from und dann character body 2D. Können wir es so machen? Connect. On ball area entered area. Und wenn das passiert, will ich jetzt einfach mal ganz plump den Velocity. Sind wir jetzt hier? In welchem Skript sind wir jetzt hier? Oh. Ja, das ist doof. Ich wollte es andersrum. Ich wollte jetzt eigentlich im Ball. Im Ball wollte ich jetzt eigentlich was machen. Ich kann ja hier... Ja, das ist halt jetzt das Doofe, ne? Weil unser Ball ist halt jetzt so ein Ding. Guten Abend, kannst auch Body entered nehmen, dann erkennt er den Character Body. Ach so. Okay. Dann hauen wir das mal raus. Also du meinst Body entered, disconnect, so. Ah, Body entered, okay. So, das doppelklicken wir und das wollen wir jetzt in dem Ball haben, aber ja gut, Character Body 2D, also wenn dieses Ding hier reinkommt, dann wollen wir... Das sieht aber nicht richtig aus. Ich brauche doch diese Funktion hier. Die will ich in meinem Ball haben. Also der Ball ist ja ein Area 2D. Der hat jetzt eine Collision Shape. Und ich möchte jetzt im Ball eine Funktion aufrufen, wenn in diesem Ball eben dieser Character Body eindringt. Dann Doppelklick auf den Ball. Okay, ja gut. Ball... Disconnect. Body entered. Ich finde die Musik gerade ein bisschen irritierend. Aber die ist eh gleich rum. Ah, die ist eh gleich rum. So, hier. On body entered body. Ach so. Und der erkennt jetzt, wenn ich mit egal welchem Body hier reinkomme, dass eine Kollision stattfand, oder wie? Also könnte ich jetzt sagen, print collision detected, wenn das passiert. So, und wenn wir jetzt hier den Ball da reinfliegen lassen, drücke ich Space, so. Collision detected. Ah, okay, nice. Sehr nice. Okay.
ich kann ja einfach prüfen, if dieser Body Punkt Name wahrscheinlich, wenn das der Character Body 2D hier oben ist, den ich jetzt umbenenne in Player Paddle. Rename. Bin ich blind? Wo ist Rename? Hier. Player Paddle. Nehmen wir es einfach nur Player. Dann, dann mach folgendes. Dann dreh einfach mal plump die eigene Velocity um. Velocity mal ist gleich minus 1. So. Ja, funktioniert. Okay, das ist ja mal nice. Vielen Dank für die Hilfe, Eugen. Dankeschön. So. Jetzt brauchen wir hier natürlich eine bessere Logik als einfach nur den Dings umdrehen. Ich will nämlich basierend auf der Distanz von dem... Also gehen wir mal in den 2D-View, damit wir es besser sehen können. Wenn der Ball... Ne. Wenn der Ball... Ne. Kann ich den noch locken? Geht das? Das ging noch irgendwie locken. Nee. Was ist das? Irgendwie konnte man den locken. Das wäre jetzt gut zu wissen, wie das ging. Group einfach. Ah ja, okay, Group. Nun gut, ich verschwinde damit euch damit auch wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß, Erfolg und einen schönen Abend. Dir auch. Danke, Blackout. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. So, also, was wir jetzt für eine Logik bauen wollen. Wenn der Ball hier in der Mitte aufprallt, dann soll er einfach gerade wegfliegen. Je weiter ihr hier oben aufprallt, desto krasser soll der Winkel nach oben sein, also in diese Richtung. Also quasi so, ne? Und je weiter unten ist, desto krasser soll der Winkel nach unten gehen. Das macht zwar wahrscheinlich physikalisch überhaupt keinen Sinn so, aber spielerisch macht das Sinn. Das heißt, das machen wir so. Und jetzt müssen wir natürlich diesen Winkel irgendwie berechnen. Der Maximalwinkel ist 90 Grad. Warte mal, gehen wir mal... Wo ist der Ball? Sein Skript hier. Da müssen wir jetzt hier eine Funktion einfach mal draus machen. Change Angle. Und Change Angle guckt jetzt einfach. Wir brauchen den Body, mit dem wir kollidiert sind. Collision. Collided Paddle nennen wir es einfach mal. Und genau, wir sagen hier jetzt einfach, wenn wir mit dem Paddle Player kollidieren, dann übergeben wir hier Change Angle diesen Body, mit dem wir hier collided sind. Darüber haben wir dann auch Informationen von dem Mittelpunkt von dem Ding. Und dann können wir hier drin jetzt diesen Angle berechnen. Und wie gesagt, der soll halt, also der Minimal Angle. Der kleinste Angle, meine ich, ist 90 Grad. 90 Grad ist ja dann so nach oben, glaube ich. Ich glaube ja. Und der Max Angle ist minus 90. Und dann wollen wir diesen Vektor neu berechnen, diesen Velocity Vektor. Das heißt, wir setzen einfach mal diesen Velocity-Vektor erstmal wieder auf 0, also Vektor 2, 0, 0. Und dann, also das müssen wir eigentlich nicht machen, werde ich wahrscheinlich gleich wieder löschen. So, jetzt brauchen wir die beiden Positionen. Die Position, das Zentrum von dem Paddle ist ja im Grunde seine Position. Also brauchen wir jetzt die Referenz zu dem.
Wo war das Skript? Ah, hier oben ist der Skript-Editor. So. Das heißt, die Position. Paddle Center ist body.position. Jetzt brauchen wir die Differenz vom Paddle seinen Y-Wert. Also Center Y ist eigentlich hier das, was uns interessiert. Und unseren Y-Wert. So. Wieso funktioniert das jetzt eigentlich hier nicht? Paddle Center ist body.position.y. Geht das nicht? Ach so, hoppla, collided paddle habe ich es genannt. Punkt position Punkt y. Die Differenz ist einfach ABS collided paddle center y, paddle center y minus unseren Position.y-Wert vom Ball. Warum geht das nicht? Position müsste der doch kennen. Position not declared in current scope. Kann ich self.position sagen? Ja. Genau, dann haben wir die Differenz und so, je nachdem wie groß jetzt die Differenz ist, muss auch der Winkel ausfallen. Wie machen wir das? Position ist falsch geschrieben. Ach, Positon. Okay. Das erklärt's. Ich habe mich gerade schon gewundert. Position. So. Wie berechnen wir jetzt diesen Winkel? Wie gehen wir hier vor? Und wie kann ich überhaupt einem Vektor einen gewissen Winkel geben? Kann ich sagen, change, warte mal, Vektor 2, go.angle. Kann ich da irgendwie die Direction setzen? go.vektor 2, Direction. Wobei wir es auch anders machen können. Wir können es auch ohne einen Winkel machen. Wir können es auch auf die... Lass mal ganz kurz überlegen. Nehmen wir mal an, wir wollen den Vektor auf einen Winkel von, sagen wir mal, 30 Grad setzen. Dann können wir doch erstmal einen Normalvektor machen oder so, halt so einen ganz kleinen Vektor, wo wir einfach sagen, Vektor 2, also nicht die Difference, setzen wir die einfach mal auf 0. Der Vektor wäre dann quasi, also Velocity, würden wir dann quasi setzen auf einen Vektor 2. Und der X-Wert ist dann im Grunde einfach Cosinus von dem Winkel, das ist jetzt ein Radians, deswegen Dektorat der Winkel, sagen wir mal 30 Grad. Ja. Habe ich die Klammern richtig gesetzt? Ja. Und genau, der Y-Wert wäre dann der Sinuswert von Dektorat 30 Grad. Dann haben wir nur einen Richtungsvektor und das können wir skalieren mit unserem Speed-Wert. Mal Speed. Und somit sollte der sich jetzt dann in der Richtung, also der hat dann einen neuen Vektor, 30 Grad. Ich lasse es mal da, aber wir benutzen es eh noch nicht.
Aber ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Also wenn der jetzt collidet, dann soll der einen 30 Grad in der Richtung haben. So, machen wir mal. Ja, und das sieht auch richtig aus. Das sieht auch richtig aus. Setzen wir es mal auf 90 Grad. Wir sind absolute Gamer. Genau, das heißt 90 Grad geht dann also genau nach unten. Wunderbar. Som, so ein krasser Mathematiker. Ich bin so ein Mathematician. Es ist incredible. Genau. So, dann haben wir also hier das berechnet. Jetzt müssen wir halt den Winkel hier noch berechnen. Das wird jetzt einfach Angle. Angle nennen wir das. Und ist auch gut zu wissen, dass Max Angle 90 ist und Min Angle ist minus 90. So, und jetzt müssen wir, was ist jetzt die maximale Distanz? Wir müssen hier jetzt so eine Range festlegen. Die minimale Distanz ist natürlich 0, die maximale Distanz ist, sagen wir einfach mal, dieses Ding ist ja 100 Pixel hoch, das heißt 50 ist dann im Grunde das Maximum. Können wir hier nicht Lerp benutzen? Doch, können wir. Also der Angle ist jetzt im Grunde, wir haben jetzt die Differenz, die ist, wir haben es gelöscht vorhin, das ist dumm. Die Differenz ist im Grunde einfach ABS, das Pedal Center Y minus unsere Positon Punkt Y. So, und der Angle ist jetzt Lerp Angle. Nee. Wir müssen jetzt den Wert, diese Difference, zu einem Wert von 0 bis 1 bekommen. 0 ist dann im Grunde diese Minimalposition 0 und 1 ist dann dieser größte Abstand, also eine Distanz von 50. Genau. Das heißt, wir sagen, die Difference ist jetzt einfach bin ich jetzt bescheuert? Die Difference ist jetzt die einfach durch 100 teilen, ist eigentlich das, was wir machen wollen. Ja, einfach durch 100 teilen, dann haben wir den Wert von 0 bis 1. Das ist nämlich, 100 ist der Maximalwert. Und Angle ist jetzt von Min Angle zu Max Angle und davon die Difference. Nehme ich mal schwer an. Wieso funktioniert das nicht? Angle not declared. Also. Es hat jetzt hier noch ein Problem. Und zwar ist das Problem des, dass der jetzt diese Differenz, die geht jetzt, das geht jetzt gerade nur in eine Richtung. Aber probieren wir mal. Das hat nicht so wunderbar funktioniert. Okay, ja, das geht halt jetzt nur in diese eine Richtung. Und wenn es ganz gerade drauf knallt. Oh, okay. das ist jetzt natürlich nicht, was wir wollen. Gut, das geht also in die falsche Richtung. Hm,
dann müssen wir eigentlich die Paddle Center Position, also die, ich will mal kurz die Difference printen, Print Difference, wie sieht das aus, wenn wir jetzt zum Beispiel ganz oben zum Beispiel 0,28, okay, wenn wir jetzt in der Mitte landen, ist es wahrscheinlich genau auf 0,5, oder? Nee, dann ist es auf 0. Okay. 0,4. So, ja, natürlich, weil das ja die Hälfte ist. Okay. Ah, das war nicht so schlau. 0,7. Okay, das funktioniert. Aber jetzt ist es halt auch 0,7. Ich bin doch so eine Pfeife. Ja genau, jetzt ist es eben auch, wenn wir unten den treffen. Also er soll auch in den negativen Bereich gehen können, je nachdem. Ne? Das heißt, wir sagen einfach, wenn die Differenz, nee, wenn if paddle center y, wenn das einfach weiter unten ist als position y, dann sagen wir einfach difference mal ist gleich minus 1. Das ist mega scuffed, aber hey, funktioniert. So viel dazu. Minus 0,48. Okay, ja, das funktioniert tatsächlich. Aber jetzt muss man dann natürlich das noch entsprechend anpassen. Genau, wir haben jetzt also diesen Angle. Ich will den Angle jetzt mal ausgeben lassen, weil der Angle soll ja minus 90 maximal sein. Print Angle. Was passiert denn da jetzt, wenn wir oben landen? Dann ist der minus 200. Wieso das? Ach so, ja, weil jetzt haben wir natürlich hier ach so, ja. Nee, dann müssen wir das anders machen. Dann machen wir jetzt wirklich hier durch 100. Das kommt weg. Dann ist die Differenz jetzt nicht mehr einfach nur das. Wobei, das muss sie schon sein, aber lassen wir einfach mal das ABS weg. So, das ist das Problem. Ich würde gerne nicht nur den Angle printen, sondern würde jetzt gerne die Differenz mal kurz printen. Uh-huh. 0,5. Ach Mann, ey, wie oft soll das noch passieren? Das gibt's doch nicht. Okay, das ist wieder falsch. Minus 0,35. Was ist denn hier los? Ja, weil wir es durch 100 teilen. Tatsächlich muss die Differenz ein Wert von minus 1 zu positiv 1 sein. Wie kriegen wir das hin? Das heißt, wir haben jetzt hier die Differenz, die richtige. Wenn wir mal das hier auskommentieren, muss ich mal ganz kurz sehen, wie sieht das aus? Also wenn jetzt der oben kollidiert, dann ist die Differenz 42 und unten ist es dann wahrscheinlich minus 41. Okay. Ja, geteilt durch 50 muss es halt sein.
Mal gucken. Ja gut, das ist jetzt auch nicht richtig. Es soll schon negativ bleiben. Minus 0,7. Okay, jetzt geht es halt von positiv nach negativ runter. Und jetzt müssen wir halt, das ist halt jetzt das Ding, dieses Lerp nimmt halt nur Werte von, ja, das nimmt ja nur Werte von 1 bis, von 0 bis 1. Das ist ja hier gerade ein bisschen problematisch. Also müssen wir hier sagen, ABS Difference. Aber das muss dann halt auch noch irgendwie... wir haben halt jetzt dann diesen Winkel. Wir kennen aber jetzt wenigstens das Vorzeichen von der Differenz. Und jetzt müssen wir es entsprechend mit diesem Vorzeichen müssen wir hier jetzt auch arbeiten. Also wir gehen jetzt von 0 bis 1. Ja, Min-Engel, Max-Engel, das ist halt jetzt hier das Problem. Wobei wir eigentlich hier sagen können, wir brauchen eigentlich nur einen Winkel 0 und maximal den Winkel 90. Und dann können wir ja einfach das spiegeln, wenn der mit dem Vorzeichen können wir ja dann hier entsprechend das einfach spiegeln. Genau. Wie sieht es denn jetzt aus gerade? So, da geht er stark nach unten. Genau. Der geht jetzt gerade im Grunde nur so stark nach unten. Hoppla, jetzt. Uiuiui, was geht denn jetzt ab? Wieso ruckelt denn das jetzt? Genau, weil der Engel, egal wie wir jetzt kollidieren, der nimmt halt jetzt immer die Differenz, aber den ABS-Wert davon. Und eigentlich können wir sagen, Max-Engel mal Sine und dann eben die Differenz. Funktioniert das? Ist jetzt die Frage. Nee. Lerp cannot convert float to int. Was ist jetzt hier das Problem? Das ist jetzt hier, der will einen Float oder was? Aber Argument 2, warte mal. Lerp. Supported type, float, int. Okay, was ist jetzt hier? What's the problem? Wo waren wir gerade? Im Ball. Gibt Sign? Ja gut, Sign gibt mir halt... kann ich hier casten? Ist das das Problem? Ich kann nicht von Float zu Int gehen, hä? Wie, aber... Will ich hier doch gar nicht. Max Engel ist ja hier. Okay, machen wir einfach mal 90,0. So. From float to int. Change angle, bla. Argument 2. Ich muss mal wieder Musik anmachen, merke ich gerade. So, was ist hier das Problem?
Der Max Angle ist 90 Grad. So. Wenn ich das so mache, dann geht das ja. Ja. Printe mir mal sein diese Difference. Eins. Und wenn ich jetzt hier bin, minus eins. Kann der auch mal null machen? Ja. Ja, wieso kann ich dann nicht hier den Max Angle, das ist ja einfach nur der Wert 90, den will ich mal minus 1 machen. Also mal einfach sine die Difference. Ich kann einen Float nicht in einen Integer ballern. Das hier ist ein Integer, kann ich vielleicht einfach hier sagen. Max Angle ist ja... Das sind doch beides Integer. Also ich bin hier gerade maximal verwirrt mit dem Problem. Float to Int. Ja, was ist, wenn ich einfach sage, das ist ein Int? Okay, dann geht's. Okay. Okay, mal 0,7, so, und wenn ich das jetzt auf der Unterseite mache, dann fliegt es nach oben. Also muss ich es im Grunde eigentlich nur noch umdrehen. Einfach minus das. Ja, nee, macht keinen Sinn. Dann sage ich einfach, das ist minus 90, normal. Nee, macht auch keinen Sinn. Dann, ja gut, dann einfach minus, komm, scheiß drauf, drauf, geschissen, passt. Okay, so, das funktioniert nach oben. Und nach unten funktioniert es auch. Sind wir Mathematiker oder sind wir Gamer? Also ich glaube, wir sind beides. Ja, funktioniert, nice, wir sind solche Gamer, das ist ja krank. Okay. Hat zwar nur eine halbe Dekade gedauert, aber ich fühle mich jetzt zumindest nicht dumm, sagen wir es so. Es ist nicht wie sonst. Ich fühle mich jetzt mal ausnahmsweise nicht komplett bescheuert. Das können wir abkürzen, indem wir hier einfach sagen, das geteilt durch 50 noch. Sollte dann immer noch genauso funktionieren. Jawohl. Funktioniert. Und vielleicht sollte der Maximalwinkel nicht 90 sein. Vielleicht reichen auch, keine Ahnung, 75 Grad. Dann ist es nicht so krass. Ja. Geil, funktioniert. So, dann haben wir diese Funktion. Jetzt haben wir die Kollision mit dem Player. Was mir nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen, ich weiß, dass Folgendes passieren kann. Wenn wir mit dem Player hier reinfahren, oh, oder auch nicht, scheint doch zu passen. Nö, passt, okay. Ja, vielleicht kommt der Bug noch, aber gerade scheint er nicht da zu sein, also wecken wir ihn lieber nicht. Ja, jetzt haben wir also den Spieler, wir haben den Ball, wir haben die Kollision. Die Kollision können wir auf den anderen Spieler eigentlich auch genauso anwenden. Die eine Sache ist jetzt noch, wenn der Spieler jetzt gerade, würde er im Grunde... Genau, der baut jetzt diese Velocity mit diesem Angle auf. Und dieser Angle... könnte ja auch gespiegelt sein, also bei dem, wenn die Kollision mit dem anderen Spieler stattfindet, im Grunde müssten wir hier noch kurz errechnen, ist die Distanz auf der X-Achse von den beiden Dingern, von den beiden Punkten, wie sieht die aus? Und wenn die jetzt eben, wenn das Ding
müssen wir eigentlich auch nicht großartig rechnen. Wir sagen einfach if collided paddle.position.x, wenn die größer ist als, wenn die, machen wir erstmal den Fall, dass wenn sie kleiner ist, ne, wenn sie größer ist, dann müssen wir es einfach spiegeln, genau, als die eigene Position.x, dann nimm diesen Velocity Vektor und rechne ihn einfach mal minus 1. Und das müssen wir natürlich da unten machen und nicht hier oben. Damit spiegeln wir ihn dann, glaube ich, einfach. Ich glaube, das passt. Genau. Und damit wäre dieser Fall auch geklärt, oder? Funktioniert es so? Ja. Also in der Richtung funktioniert es. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite den Player Paddle auch nochmal packen, machen wir es einfach mal. Kopieren wir den einfach mal, den Player. Duplizieren ihn. Und setzen ihn auf die andere Seite. Also sagen wir, dass seine X-Koordinate 400 minus 64 ist. Das ist doch 800 zu 600. Achso, ja. 800 minus 64, sorry. Dann müsste das funktionieren. Bumm. Achso, der heißt ja jetzt Player 2. Sorry. Oh, was ist denn das? Okay, das ist auch nicht richtig. Naja, können wir uns noch drum kümmern. Oder Player 2. So, wo ist es? Ball. Or body.name Player 2. Dann sollte jetzt eigentlich die Kollision funktionieren. Leute, wir sind so geschickte Gamer. Okay, und der Ball kann natürlich noch rausfliegen, aber das funktioniert. Hallo Blackout, willkommen zurück. Es läuft. Ach nee, der Sachse ist es. Hallo, Entschuldigung. Nur ein Sachse, hallo. Es läuft wunderbar. Wie geht's dir so? Wir gucken uns hier heute mal Godot an, weil ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr mit Godot gearbeitet habe. Und ich habe mir gedacht, ich gebe der Engine jetzt nochmal eine Chance, weil es schon eine Weile her ist. Godot, sorry. Ja, ja. Wir wollten ja bei Godot bleiben. Ich gucke mir Godot an. Godotta. Weil ja, ich bin eigentlich ein Game-Maker-Schwitzer, aber diese Engine hat sich ziemlich stark entwickelt und ich wollte nochmal rein. Und mal jetzt ein kleines Zwischenfazit. Ich muss sagen, bisher gefällt mir die Engine sehr gut. Also die Code-Completion ist deutlich besser geworden. Dass wir hier jetzt auch Types nutzen können, ist auch geil. Das Reinziehen von diesen Nodes in den Code-Editor, einfach um hier sofort eine Referenz aufzubauen, auch super. Das Signalsystem von Godot, Entschuldigung, ist auch super geil. Also das fand ich auch damals schon stark. Und ja, also bisher habe ich wirklich viel Freude mit dieser Engine. Es gibt noch einige Sachen, die ich lernen muss. Spezifisch gibt es da diese Unterschiede zwischen Area2Ds und den Character-Buddies oder wie sie heißen. Genau, Character-Buddy-2D. Das muss ich mir dann nochmal im Stillen genau anschauen. Aber ja, mir gefällt das sehr gut. Auch mit den Vektoren hier zu arbeiten, finde ich klasse. Die Standardbibliothek hier hat auch schon eigentlich alle Mathefunktionen, die man in so einer Game Engine braucht. Finde ich geil. Muss ich wirklich sagen. Und mit Gleepgloop geht's übrigens auch demnächst wieder weiter. Ich habe still und heimlich offstream daran weitergebaut. Ja, also ich war nicht faul, keine Sorge. Da bauen wir jetzt demnächst einfach noch das Boss-Level. Genau. So, wir brauchen noch eine Collision vom Ball mit einer Wand. Und die Wände, würde ich sagen, sind einfach nur die
die Levelgrenzen, also die Grenzen vom Viewport. Wie machen wir es? Wie machen wir das? Wir machen eine Funktion. Check Wall Collision. Und diese Funktion, die prüft einfach, if position.y, wenn die größer ist als jetzt der Viewport, das ist seine Höhe, das ist 600, or position.y kleiner als 0, dann wollen wir sagen, dass der Velocity-Vektor einfach mal minus 1 genommen wird. Ich glaube, den Vektor zu spiegeln reicht da vollkommen aus. Und dann müssen wir... Also, Velocity. Und dann müssen wir einfach Check Wall Collision die ganze Zeit aufrufen. Und es reicht dann auch. Ja, gucken wir mal. Boom. Okay, das ist... Okay, es soll nur... Okay, nur auf der Y-Achse wollen wir es spiegeln. Also Velocity.y mal minus 1. Geht das? Kann man das einfach machen? Ja. Oh, ich sehe gerade. Die Kollision hat gerade nicht das gemacht, was sie sollte. Von diesem anderen Objekt. Warum? Also, wenn wir den jetzt den Ball... Hoppla. Wenn wir den Ball oben hitten lassen, dann fliegt er nach unten. Okay, da ist es gespiegelt. Scheiße. Da ist es gespiegelt. Macht Sinn, weil hier sagen wir ja auch den ganzen Vektor. Also hier wollen wir auch nur die X... wollen wir nur die X? Ja. Dann sollte es passen. Ja. Dann funktioniert es auch. Wir testen es nochmal mit der Kollision unten. Ja, funktioniert. Lassen wir den mal relativ... Lassen wir den mal relativ mittig treffen. Ja. Nice, das funktioniert einwandfrei, Leute. Das ist so geil. Das ist so geil. So, wie viel Uhr ist es jetzt eigentlich? Ich muss mal gucken, weil ich muss noch essen und ich habe heute Abend auch noch was vor. Ja, es ist schon 19.22 Uhr. Ich finde, das ist ein guter Punkt, um jetzt einfach mal zu sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Ich werde mir den ganzen Code und alles, was wir jetzt gemacht haben, nochmal genau anschauen und mir dann auch so ein paar Notizen machen, weil ich diese Engine noch am Lernen bin. Also das ist wirklich der erste Tag heute gewesen und ich finde, für den ersten Tag lief es echt gut. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mich mit Godot, mit Godot, ich kann mir vorstellen, dass ich mich damit echt anfreunden kann. Wir werden dann auch, weil ich habe gestern so Videos gesehen im Bett, deswegen habe ich das jetzt auch gemacht hier, diesen Stream. Ich habe gestern so Videos gesehen, wo auch Features gezeigt werden, wie so Tweening-Funktionen und sowas. Oder Raycasts und lauter solche geilen Features, die in dieser Engine drin sind. Und die wollen wir dann natürlich auch nutzen, um damit coolen Stuff zu machen. Vor allem die Tweening-Funktionen will ich benutzen, um hier übelst geiles Polishing reinzubringen. Dann wollen wir natürlich auch Sounds und so ein Kram hinzufügen, einfach damit hier auch mal in diesem Projekt gelernt wird, wie man Sounds und Musik abspielt und sowas. Genau. Ach ja, und wir haben auch dieses Objekt mit den Game States hier gemacht. Finde ich auch cool. Also ja, wir haben schon einiges gelernt. Ich bedanke mich natürlich bei allen, die mir heute geholfen haben. Ohne der einen oder anderen Hilfe aus dem Chat wäre das jetzt nicht so smooth gelaufen, wie es gelaufen ist. Also vielen Dank nochmal an Google Funsus zum Beispiel. Und
ja, alle, die ich jetzt nicht erwähne, tut mir leid, ich habe mir euren Namen nicht merken können. Aber es waren auf jeden Fall neben Google Fundus auch noch ein paar weitere da, die mir auch hier und da geholfen haben. Also vielen Dank dafür. Wenn ihr den nächsten Stream nicht verpassen wollt, wo ich weitermache mit diesem Projekt, dann followt doch rein, dann verpasst ihr das nicht. Ich werde vielleicht morgen schon direkt weitermachen hier. Ja, mir gefällt Godot sehr gut. Das ist mein Fazit vom ersten Tag, die ersten 2 Stunden und 20 Minuten. Danke für den Follow, Eugen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ich werde mir jetzt eine Pizza bestellen und dann werde ich später noch mit Freunden spielen. Deswegen sind wir für heute raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Godot ist nice. Kriegt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.